Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Skyrim mit unserer Socki. Wir sind hier in die Gruft von Einsamkeit geraten und sehen uns hier gerade ein bisschen um und ich weiß nicht, wo wir jetzt hinkommen. Und wo wir gerade sind, ich habe keine Ahnung. Wo sind wir denn hier gelandet? Da oben sehe ich ein Buch. Das Firmament. Für die, die lesen möchten, blättern wir das Firmament kurz durch. Die Diebin. Die Schlange. Die Fürstin. Der Fürst. Der Lehrling. Das Ritual. Die Liebende. Und der Turm. Waren jetzt ein paar mehr, aber ich habe jetzt nicht jedes vorgelesen. Okay, wen das interessiert, der kann sich's ja durchlesen. Jetzt schauen wir mal, wo wir hier sind. Wo bin ich? Wir sind auf keinen Fall mehr unter der Erde. Welches Gebäude ist denn mit einer Gruft verbunden? Das ist doch auch irgendwie merkwürdig. Aber, naja. Die Wolfskönigin, ah, die kennen wir doch. Buch 3. Können wir uns auch mal kurz durchlesen. Interessant. Ah ja. Doch, doch. Ah ja. Plötzlich lachte Athenrochus. Er schaute zu seinem Meisterspion hinüber und zwinkerte. Was? Und zwinkerte? Ich erinnere mich, wie ihr in mein Geheimnis, ihr geheimes Lager von Kashid Erotica. Oh Gott. So. Was haben wir da noch? Aha, ja, doch. Ja, so ist das. Entschuldigung, Frosch im Hals. Blättern wir ganz schnell durch. Das sind ganz schöne Schinken hier. So, was haben wir da? Der Geist von Nirn. Ja, das war jetzt nicht so ein dicker Wälzer, aber wahrscheinlich lesenswert. Lösung der Stärke. Zack. So, dann gucken wir mal weiter. Was haben wir denn hier drin? In dem Schränkchen. Ein bisschen Gold. Das kann man immer mal gebrauchen. Gucken wir mal hier rein. Oh, da schläft gerade einer. Wow. Taschendiebstahl könnten wir jetzt machen, aber ich glaube, wir sind noch zu schlecht für Taschendiebstahl. Deswegen gehen wir jetzt einfach wieder. Was haben wir denn da drin? Eine Fackel? Ein bisschen Gold? Nichts, was ich, wo mir das Risiko wert wäre. Okay. Ein kleiner Irrer also. Aber gibt es hier auch einen Ausgang? Einen normalen? Anscheinend ja. Gut, gehen wir wieder raus. Aua. Jetzt habe ich mich angehauen. So, schauen wir mal weiter. Ist die Gruft bitte wieder? Hab Mitleid mit einem alten Verrückten. Hab ich doch. So, dann schauen wir mal hier hinter. Was haben wir denn hier? Da kommen wir wahrscheinlich nicht rein. Da haben wir den Markt. Gucken wir mal hier rüber. Was ist denn das hier? Schönes. Ist auch ein schönes Gebäude. Gucken wir mal hier rein.
Okay, einbrechen möchte ich jetzt noch nicht an dieser Stelle. Dann schauen wir mal weiter. Was ist das hier? Muss ich da auch einbrechen? Ja, da muss ich auch einbrechen. Möchte ich auch nicht. Und hier? Auch einbrechen will ich auch nicht. Selbst zur Struktur und zur Melodie. Wer bist du? Guten Abend. Ich bin Panthea Atelia, die Meistersängerin. Oh, was macht ihr hier in der Gegend? Ich bin Bade von der Badenakademie in Einsamkeit. Wanderer wie ihr sollten in Betracht ziehen, sich dort zu bewerben. Jetzt könnt ihr erzählen, dass ihr die talentierteste Badin von ganz Himmelsrand kennt. Also Freunde, ich finde das Städtchen echt schön. Ich glaube, hier lassen wir uns wirklich nieder. Und ich glaube, wir sollten uns mal die Badenakademie anschauen. Bloß mal gucken. Ob wir eine Badin werden oder nicht, steht in den Sternen. Aber mal gucken können wir ja mal. Willkommen an der Badenakademie. Ich bin hier der Direktor. Wie kann ich euch helfen? Ach komm, wir machen das jetzt einfach mal. Ich möchte mich an der Badenakademie bewerben. Es ist immer eine Freude, einen angehenden Badenkollegen zu treffen. Ihr solltet euch dessen bewusst sein, dass sich bei uns viele bewerben, aber nur wenige angenommen werden. Wann immer es möglich ist, bitten wir Bewerber, Aufgaben zu erledigen, die in der Akademie anstehen. In diesem Fall habe ich genau das Richtige für einen angehenden Baden. Was soll ich tun? Elisef hat die Verbrennung von König Olaf verboten, ein Fest, das von der Badenakademie abgehalten wird. Wir müssen sie umstimmen. Sie davon überzeugen, dass ich König Olafs Vers vorlesen möchte. Einen Teil der Liederedda, der lebendigen Geschichte von Himmelsrand. Leider ist dieser Vers vor langer Zeit verloren gegangen. Und da komme ich ins Spiel. Ja, laut Giro, unserem Geschichtenarchivar, könnte der Teil der Edda, der von König Olaf handelt, sich immer noch in Todmanns Ruhe befinden. Ihr müsst das Gedicht für mich finden. War eure Akademie sehr vom Krieg betroffen? Nicht sehr, aber als Bade finde ich die ganze Angelegenheit deprimierend. In diesem Krieg gibt es keine Helden. Keine Sieger und kein richtiges Ende. Wenn ihr etwas sucht, womit ein Bade arbeiten kann, dann seht euch die Drachen an. In 1000 Jahren wird Himmelsrand Dutzende verschiedener Herrscher gehabt haben, aber die Rückkehr der Drachen. So eine Geschichte ereignet sich nur einmal in einer Ära. Was wisst ihr über Drachen? Um ehrlich zu sein, nicht viel. Ihre Rückkehr war für uns alle ein Schock. Giro Geman hat ein paar Bücher über sie in der Bibliothek, wenn es euch interessiert. Und was ist die Liederedda? Ich glaube, Giro hier könnte euch das, sowie auch die Geschichte von König Olafs Vers, erzählen. Ihr solltet mit ihm darüber sprechen. Warum hat Elisef das Fest verboten? Ich glaube, Giro hier könnte euch das... Nein. Die Geschichte von... Wie ihr vielleicht wisst, wurde Elisefs Mann vor kurzem getötet. Elisef ist in tiefer Trauer um ihren Mann und findet ein Fest, bei dem es um die Verbrennung eines Königsbildnisses geht, nun, geschmacklos. Ich habe versucht, sie davon zu überzeugen, dass das Fest schon viele Jahrhunderte alt ist und Einsamkeit feiert. Aber ich brauche Beweise. Ich glaube, diese Beweise könnte König Olafs Vers erbringen. Okay. Ich wünsche euch Glück beim Finden des Verses. Das könnten wir jetzt machen, aber wie gesagt, ich bin nicht recht scharf darauf, ein Bade zu werden. Hallo? Ja, bitte? Vergesst nicht, das Leben eines Baden besteht nicht nur aus Musik. Habe ich mir schon fast gedacht. Ja, aber ist doch ganz schön hier. So ein Unterrichtssaal hier. Ganz nett gemacht. Na gut, dann haben wir uns das auch mal angeguckt. Ja. Und können wieder verschwinden. Jetzt ist die Frage, was machen wir? Wie geht's weiter? Wir könnten jetzt mal nochmal zum Jarl gehen, zur Eliseth, und erstens mal wegen der Badenakademie fragen
Und zweitens, vielleicht einen Auftrag mal an Land ziehen, dass wir mal ein bisschen hier in der Stadt Ansehen bekommen. Gehen wir zum Blauen Palast und schauen, dass wir da was reißen können. Oh, wir sind schon fast Stufe 9. Das gefällt mir natürlich sehr. So, Socki, dann beweg dich. Aufträge kriegen wir, glaube ich, bei diesem Herrn. Habt ihr am Hofe etwas Geschäftliches zu erledigen? Ich will was für dich erledigen. Alle, die so ein tapferes Herz haben wie ihr, ich habe eine persönliche Angelegenheit, bei der ich auf eure Hilfe hoffe. Oh! Wie kann ich euch dienen, Jarl? Falk sagte mir, was ihr in der Wolfsschädelhöhle für uns getan habt. Ja, ja. Er sagt, wir könnten euch vertrauen. Ja. Ihr wisst vielleicht, dass die Verehrung von Talos im Kaiserreich geächtet ist. Als wir meinen Mann bestattet haben, haben wir allen Göttern Opfer gebracht, außer Talos. Ich möchte, dass ihr etwas aus seinem Besitz an einem Schrein von Talos niederlegt. Ein Kriegshorn, das er von seinem Vater geerbt hat. Es wäre mir eine Ehre zu helfen. Danke. Das würde mir viel bedeuten. So, das werden wir auch gleich erledigen. Unverzüglich natürlich. So, das bedeutet, wir brauchen halt... Wir brauchen Quests. Und zwar... Ist das das hier? Ich habe die Badenakademie... Nein, das ist es nicht. Die machen wir mal weg. Verschiedenes. Kriegshorn, da haben wir es doch. Schrein Talos. Nach Informationen über die Tochter von Angelin. Okay. Sturmmäntel an. Nee, das wollen wir jetzt mal nicht. Jetzt machen wir erstmal das hier für den Jarl. Damit wir uns da ein bisschen einschleimen können. Würde ich fast schon sagen. Zweifellos finden die meisten in Himmelsrand. Nein, ich habe gedacht, das ist ein anderer. So. Oh ja, die werden wir auch noch kennenlernen. Die Zweiglinge. So. Was braucht ihr? Abenddämmerung. Schauen wir mal kurz auf der Karte. Nein, ich möchte die Weltkarte. Ich glaube, da müssen wir... Nee, da müssen wir gar nicht weit reisen. Oder? Entschuldigung. Wo müssen wir denn da hin? Müssen wir da so weit reisen? Dahin müssen wir da. Puh, das ist aber echt ein ganz schönes Stück. Aber Freunde, was tut man nicht alles für seinen Jarl? Das heißt, wir werden jetzt noch verkaufen und uns dann auf die Reise machen. Und dann würde ich sagen, besuchen wir doch gleich mal Weißlauf. Wenn wir schon hier draußen sind, dann können wir das ruhig mal machen. Ja, entfernen. Den hätte ich gern dann hier. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal verkaufen gehen. Das können wir am besten vorne bei dem Händler. Da bringen wir, glaube ich, die meisten Sachen gut weg. Ich muss mich um viele Dinge kümmern. Was braucht ihr? Gerade eigentlich nichts. So, ich glaube, hier hoch müssen wir gar nicht. Nee, hier hoch hätten wir gar nicht gemüsst. Ach, das ist eine schöne Stadt. Ich fühle mich hier wohl. Hier fühle ich mich zu Hause. Ja. Guten Abend. So, wer bist du denn? Ihr wart bei Rockwears Hinrichtung. Wie kann man sich davon ablenken? Die meisten gehen hinüber in den zwinkernden Skewa. Wenn ihr keine Musik hören und nichts trinken wollt, könnt ihr wenigstens mit Corpulus sprechen. Er weiß immer den neuesten Klatsch. Wäre auch interessant. Wirklich eine unschöne Angelegenheit. Rockwears Hinrichtung. Rockwears. Rockwears. Aber notwendig. Meine Cousine Was? Fura ist gerade jetzt irgendwo draußen in Himmelsrand und kämpft gegen Ulfric Sturmmantel und seine verdammten Aufständischen. Wäre Rockwear nicht gewesen, wäre das gar nicht nötig. Und meine Tante hätte sich um ihre Tochter keine Sorgen machen müssen. Auch wieder wahr.
Warum haben sie ihn hingerichtet? Ihr wisst es wirklich nicht? Nö. Er hat Ulfriks Sturmmantel aus Einsamkeit entkommen lassen. Ulfric reitet hinein, ermordet den Großkönig und Rockweir lässt ihn einfach davonreiten. Vielleicht wusste Rockweir was, was wir nicht wissen. Darüber schon mal nachgedacht? Sie sind sehr beschäftigt, nicht wahr? Dann bis später. So, jetzt würde ich gerne noch verkaufen und dann, meine Freunde, machen wir uns gleich auf die Reise. Halt, da muss ich hier rein. Dann können wir auch später mal in Weißlau vorbeischauen. Und dann das Horn auf... Papa sagt, dass ich Rockweir nie mehr wiedersehen werde. Aber er wollte mir nicht verraten, warum. Ich dachte, dass Abenteurer ein gefährlich aussehender Haufen sind. Geht mir aus dem Weg, Kinder. Mein Papa sagt, dass ich... Was? Entschuldigung? Ja, geh weg. So. Was habt ihr zu verkaufen? Für manche ist das Ramsch. Für mich sind es Schätze. Natürlich. So, wir können was verkaufen. Kaufen will ich jetzt eigentlich nichts. Ich möchte eigentlich verkaufen. Der alte Nordbogen kann weg. Ach, die hat wieder kein Geld. Leute, legt euch doch mal Geld zu. Jederzeit willkommen. Okay, ich glaube, dann brechen wir erst in der nächsten Folge auf. Um das Horn abzulegen. Und ich gehe jetzt nochmal... Es soll ja ein Schmied irgendwo... In der Burg sein, im Schloss sein. Da gehe ich jetzt mal hin, weil der müsste ja eigentlich Geld haben, um uns was abzukaufen. Das kann nicht sein. Alle hier kein Geld haben. Ich möchte für meine Sachen schon Geld haben. Ich will die nicht alle verschenken ständig. Der muss irgendwo da drin, muss ein Schmied sein. Wurde uns ja, als wir in die Stadt gekommen sind, gesagt. Und so ein, bei so einem Schmied könnten wir auch unsere Waffen vielleicht ein bisschen verbessern, bevor wir losgehen. Ich habe schon viel von euch in eurem Süßholzgeraspel gehört. Ach, halt die Klappe, ich mache überhaupt kein Süßholzgeraspel. Ich bin halt dem Jarl treu ergeben. Weil es eine Dame ist. Und Schwestern müssen zusammenhalten. Ganz einfach. So. War ich das etwa? Wo geht's hier denn zum Schmied? Ich möchte zu einem Schmied. Ja, kommen und gehen. Aber ein guter Koch bleibt ein ganzes Leben lang. Du bist also der Koch, ja? Ich bin ein richtig guter Koch. Echt? Jeder weiß doch, dass General Tullius in Einsamkeit die eigentliche Macht besitzt. Elisif? Ach, die ist nur eine Galionsfigur. Eine Marionette. Dich mag ich nicht. So, wir müssen den Schmied ganz dringend finden. Vielleicht hier im Keller. Hallo? Betten? Hier ist nichts. Oben kann ich mir jetzt aber auch nicht vorstellen, dass es hier oben jetzt einen Schmied geben soll. Damit bin ich fertig. Elfenwaffen für ihre Armeen, Sir. Elfenmaterial, aber von schlechter Qualität. Wie das meiste, das wir von ihnen bekommen. Schon schaurig, sich all diese Truppen mit Elfenwaffen ausgerüstet vorzustellen. Kann man froh sein, dass sie eine halbe Welt weit weg sind, nicht wahr? Selbst eine gute Waffe ist nur so gut wie der, der sie führt. Aber so ist es. Sie sollten einen guten Preis von der kaiserlichen Armee einbringen. Recht habt ihr, Elf. Oder auch von den Rebellen, wenn sie genug Geld haben, um ihr ein gutes Angebot zu machen. Wie immer, Herr, ist eure Loyalität ein leuchtendes Beispiel für uns alle. Aha. So schaut's also aus. Ich finde den Schmied hier nicht. Hier muss doch irgendwo ein Schmied sein. Vielleicht doch vor der Tür irgendwo. Müssen wir nochmal rausgucken. Irgendwo muss ein Schmied sein. Und dann bei dem Schmied möchte ich gerne noch verkaufen, bevor wir uns auf die Reise machen. Einerseits das Horn ablegen, andererseits möchte ich gerne auch mal nach Weißlauf. Das ist auch eine schöne Stadt. Die Kaiserlichen sind gut fürs Geschäft und das Geschäft ist gut für Himmelsrand. So, hier ist nichts. Hier ist auch nichts. Wo ist der Schmied in Einsamkeit? Liebling ist von Ehre und Tradition besessen. Der Schmied in Einsamkeit, der Schmied in Einsamkeit, den suchen wir. Erikurs Haus. Mal gucken, ob wir da was finden. Schaut aber nicht so aus. Können wir gleich da gehen. Ich will mich da jetzt nicht so lange aufhalten. Ich will diesen Schmied finden. Schmied, Schmied, Schmied. Was ist hier hinten?
Auch ein privates Haus. Wo ist der Schmied? Irgendwo muss er ja sein. Der Schmied, den wenn ich schon hätte finden können, sein würde. Die Badenakademie, da wollen wir nicht rein. Ich suche den Schmied. Wo ist der Schmied? Ist das hier der Schmied? Jallas Haus. Hallo, ich suche den Schmied. Was ist das hier? Advars Haus. Da kommen wir nicht rein. Da fehlt uns der Schlüssel dazu. Wo ist der Schmied hin? Die Stadt ist eindeutig zu groß für mich. Da ist die Kapelle. Wozu die Eile? Ich suche den Schmied. Ich muss mich um viele Dinge kümmern. Ja, ich auch. Was braucht ihr? Ich suche zum Beispiel den Schmied. Was haben wir hier? Ich glaube, das könnte... Aroma-Lädchen, genau, da waren wir schon drin. Ich mag vielleicht wie ein wilder Schwertkämpfer aussehen. Kram mit Charme. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mal in den Pub. Das hier drüben sind die, ist dieser Klamottenladen. Ich weiß nicht, wo der Schmied ist. Jetzt gehen wir mal in den Pub. Und genehmigen uns ein Ründchen Schlaf. Und sehen uns dann in der nächsten Folge, Freunde, wenn wir versuchen, den Schmied zu finden und uns dann auf die Reise machen. Wir müssen erstmal ein Zimmer mieten, würde ich sagen. Es war eine gute Woche, Junge. Laute Kunden bedeuten gute Stimmung und gute Stimmung bedeutet eine volle Kasse. So ist es. Wisst ihr, ich sollte in den Ruhestand gehen. Willkommen im zwinkernden Skera, mein Freund. Eine ganze Welt, die ich sehen möchte. Ich möchte ein Zimmer mieten. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Sehr schön. Ich zeige euch euer Zimmer. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Nein, ich möchte, dass du mir mein Zimmer zeigst. Ihr und ich, wir sind hier die Einzigen, die nicht vollkommen verblödet sind. Hier ist eine Bardin. Oh, eine sehr hübsche Bardin. Lisette. Ihr könnt euch gerne etwas wünschen. Darf ich euch um etwas bitten? Gewiss. Was kann ich für euch tun? Kennt ihr das Zeitalter der Aggression? Kennt ihr das Drachenblut naht spielen? Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch... Könnt ihr das Drachenblut naht spielen? Ja. Dies hier ist eins meiner Lieblingslieder. Eine Legende, die wir alle kennen und lieben. Ein Held, und damit, Freunde, beenden wir diese Folge. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und ja, macht's gut. Glaubt mir, das Drachenblut naht. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht.